Es geht ganz schön steil den Berg hoch. Ja, es geht ganz schön steil den Berg hoch. Vielfalt statt Einfall. Naja, weil ich was mit ich Vielleicht auch einfach nur an seine Fragen zu glauben. Ich weiß nicht, ob jeder so genau weiß, was seine Träume sind. Ich weiß es nicht. Eine verloren geglaubte Hoffnung in die Menschlichkeit. Wie die darauf reagieren, das ist immer so schön. Das ist immer so eine Freude. So, jetzt aber. Vielleicht kannst du ja ganz kurz mal sagen, warum du läufst, Shari. Ganz kurz? Du bist lustig. Ganz kurz, es ist schwer, weil eigentlich sind es ganz, ganz viele kleine Dinge, die mich dazu bringen zu laufen. Zum einen, weil ich einfach selbst gemerkt habe, dass ich mich in der Schule, so wie es jetzt war, gut, ich bin jetzt fast fertig, aber dass ich mich da einfach nicht wohl gefühlt habe, dass ich viel das Gefühl hatte, es geht immer nur um Leistung und immer um die Zukunft und immer jetzt was für die Zukunft machen und eigentlich nie wirklich mal im Jetzt leben. Und so viel Leistungsdruck, so viel vergleichen, wer ist wie gut. Und irgendwie ist das ja nicht nur in der Schule so, sondern es ist in der Universität, das ist im ganzen Leben so, das ist im Beruf auch so. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich da irgendwas ändern möchte, weil ich nicht Lust habe, mich mit anderen Leuten zu vergleichen auf dem Leistungsniveau, sondern dass es vielmehr um menschliche Dinge gehen sollte. Ja, irgendwie ist es offensichtlich, dass viele Bereiche unseres Lebens irgendwie in der Krise stecken. Das ist, was ich halt irgendwie spüre, so wird es nicht weitergehen, so kann es nicht weitergehen. Und ob das jetzt irgendwie Wirtschaft ist oder Umweltschutz oder Bildung oder einfach auch, dass wir ganz normal miteinander halt zusammenleben, das spüre ich irgendwie. Das könnte anders sein, das könnte schöner sein. Die Menschen träumen nicht mehr. Was noch fehlt, ist das Neue, wo wir hinwollen. Das ist wenig sozusagen, wo die Menschen sagen, da wollen wir hin. Die gemeinsame Vision fehlt. Ja, und vor allem habe ich gelernt, dass man auf dem Weg ganz viele Leute noch treffen kann, denen man zeigen kann, dass sie nicht allein in diesem Wahnsinn stecken. Was für herzliche Menschen hier leben. Und wie die, wie offen und wie die sich freuen, wenn man sagt, wir sind auf dem Weg nach Berlin und wir wandern, um etwas zu bewegen, um den Menschen Mut zu machen, um ihnen zu zeigen, du kannst deine Träume leben. Also man kann auch immer dazustoßen, wir laufen ja noch ein bisschen rein. Und wie macht ihr das mit Schlafen? Normalerweise immer spontan. Dann fragen wir abends einfach. Aha, ob jemand Platz hat. Ja. Und das sind also nicht nur unsere Gruppe, sondern da starten aus verschiedenen Städten verschiedene Gruppen. Aha. Dann treffen alle sich dann in Berlin. Ja. Und wie macht ihr das mit der Schule? Seid ihr da befreit von der Zeit? Oder? Ganz unterschiedlich. Manche haben die Schulbefreiung geholt, manche sind schon aus der Schule raus, einige studieren. Mhm. Einige studieren, während wir laufen. Also wir machen gerade so ein bisschen Wanderuni-mäßig. Das wäre halt nicht. Es gibt auch Lehramtsstudenten, die das Teil ihres Studiums machen. Genau. Und ja, manche kommen übers Wochenende vorbei. Aha. Ja. Aber der Unterschied ist ein bisschen, glaube ich, dass wir halt nicht so nach Berlin, um da irgendwie dann die Politiker zu treffen und die Forderungen zu stellen, sondern uns geht es halt wirklich um den Weg. Deswegen sind wir auch zu Fuß unterwegs, um einfach die Leute zu treffen. Wirklich herauszufinden, was denn wichtig wäre und was denn die wirklichen Ursachen sind für die ganzen Probleme und was denn vielleicht auch wirkliche Lösungen sein könnten. Ja. So. Und hoffen Menschen halt wieder so dazu zu kriegen, dass sie wieder ihre Ideale eintreten. Also ich glaube, der erste Schritt ist in einem selbst. Dass man anfängt, in sich selbst zu überlegen, okay, wie möchte ich leben? Warum? Und wo? In was für einer Gesellschaft? Und das dann anfangen umzusetzen. Im ganz persönlichen Umfeld. Erstmal bei sich selbst. Und dann vielleicht irgendwie versuchen, das auch immer weiter auszudehnen und zu gucken, wie kann ich das mit anderen Leuten noch in meinem Umfeld verbinden? Also ich bin Lehramtsstudent und laufe, um vielleicht der Substanz der Bildung etwas näher zu kommen, um mir selber Fragen zu stellen, wo ich gar nicht wusste, dass es sie gibt.
Und wirklich, um zu schauen, was für Möglichkeiten es gibt, die Welt außerhalb des Klassenzimmers noch mehr in den Unterricht reinzukriegen. Ich lerne unglaublich viel dabei, viel, viel mehr auch meiner Meinung nach als in der Schule. Und ja, das ist, ich habe ein Auslandsjahr gemacht, aber diese 2 Wochen wandern oder 3 Wochen wandern und letztes Jahr wandern, das ist ein ganzes Auslandsjahr zusammen. Ich lerne so viel und das ist einfach unglaublich. Ich nehme mit, dass wirklich die Menschlichkeit doch da ist. Und ich nehme mit, dass man wirklich die Sachen noch viel, viel mehr hinterfragen sollte, als es die meisten Leute tun. Was jeder tun kann, ist einfach mitfühlen, mitmachen. Und ob man jetzt hier mitläuft oder ob man von zu Hause irgendwie sich ja, in Bewegung setzt, keine Ahnung, irgendwas macht. Vielleicht sich auch einfach nur irgendwie mit einem guten Freund zusammensetzt und einfach nur mal drüber spricht oder eine coole Aktion macht oder sowas. Ich glaube, das hilft ganz viel. Die Menschen berühren. Ich glaube, das ist mir persönlich ganz, ganz wichtig. Wenn ich irgendwem Fremdes auf der Straße begegne und ich lächle den an und er lächelt zurück, das ist so schön. Ich glaube, das kann noch viel mehr werden als ein Lächeln. In einem Seminar, auf einmal saßen da ganz viele Leute mit Wanderrucksäcken hinten drin und haben ein bisschen so das Seminar aufgewühlt, Fragen gestellt. Und dann kam ich ja, mit ein paar von euch nach dem Seminar ins Gespräch und habe so gemerkt, hey, gibt ja noch andere Leute, die so das Uni-Konzept, wie wir es so haben, nicht so optimal finden. Und ja, dann habe ich mich der Gruppe angeschlossen und laufe jetzt. Und einfach diesen Mut, den ich bekommen habe von den Leuten um mich herum, durch das Wandern, durch die Begegnung, mit dem gehe ich jetzt viel mehr durch mein Leben und habe irgendwie da auch ein größeres Selbstbewusstsein zu bekommen, zu sagen, ich mache das, wo ich merke, was mir wichtig ist und lass mich nicht von anderen so rumkommandieren oder ja, denke einfach selber viel mehr nach über mich und über meine Welt. Das war jetzt die kurze Fassung, um ich laufe. Das war die kurze, okay. Ich werde ganz viele Leute zur Diskussion anregen über das, was wir hier tun. Und ich werde vor allem mich selber in Zukunft über alternative Bildungswege noch viel, viel schlauer machen und selber versuchen, noch das Laufen und das Bilden häufiger zu praktizieren. In Berlin treffen wir erstmal die ganzen anderen Läufergruppen, die aus anderen Städten gelaufen sind. Und dann müssen wir eine Woche lang Action machen, planen, wie man jetzt halt zurückgeht auch nach so einem Lauf, wo man sich so krass verändert hat. Gemeinsam Ideen spinnen, Projekte planen und dafür brauchen wir irgendwie noch ganz schön viele Sachen, damit es da so richtig knallen kann, so richtig viel stehen kann. Und wenn da so viele Leute ankommen, die sind ja die ganze Zeit gelaufen, ist ja ganz schön anstrengend. Die haben Hunger.
ja, die haben Hunger, die wollen einen ordentlichen Schlafplatz, also die wollen irgendwo ihre Isomatte ausrollen können, weil es regnet ja vielleicht auch mal. Die wollen ja auch vielleicht was Grünes haben. Weil, zum Essen? Ja, zu essen auf jeden Fall, zu essen ist ganz wichtig. Ja, du mal mit deinem Essen. Sorry, Dampf, der ist zu schnell gelaufen.